So, jetzt habe ich die Schiene entfernt. Jetzt kann ich nochmal ein bisschen besser arbeiten. Ich mache jetzt mal ein etwas längeres Stück und gucke jetzt mal, ob ich das hier so. Ja, so mache ich das. Ich habe ein bisschen wenig Wasser hier manchmal drin. So, kurz abtropfen lassen. Ist hier schön drüber. Ach, das ist übrigens Saskias Gipsbinde, die ich hier gerade verarbeite. Die hat die mir gestern mitgegeben. Finde ich sehr cool. Bedanke ich mich auch nochmal. So, wo muss ich denn noch? Also ich muss jetzt noch das überschüssig, das muss ich nicht machen. So, dann muss ich hier noch einmal rum. Und was ich persönlich mal bei den großen Gipsbinden gern mache, ist die so einmal durchziehen. Das finde ich ist am praktischsten. So. Mal eine drauflegen. Ist auch nicht schlimm, wenn die ein bisschen zerknittert ist. Das kann dann wieder glatt streichen. Schön anpassen. Ich hoffe, das ist so gut. Und dann gucke ich mal, was hier überschüssig ist. Also ich habe jetzt Hasendraht genommen und den mit dem Tacker festgetackert, mit dem großen. Und den Hasendraht dann geformt, wie ich das haben will. Und das sieht, finde ich, ganz schön aus. Da hinten sieht man es auch nochmal bei dem anderen Berg. Den kennt ihr ja schon. Dann mache ich jetzt hier noch, warte, ich muss kurz mal gucken kommen, wie das denn aussieht. Also, doch, das gefällt mir schon. Da müsste ich jetzt, muss ich eigentlich gar nichts mehr machen. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt noch über den Tunnel ein bisschen. Da muss ich eigentlich auch nicht, hier vielleicht noch. Hier ist nämlich so ein Loch. Und das wäre es dann schon. Dann kann ich schon anfangen mit den Matten darüber legen, mit den fertigen Wiesen. Und dann kann ich schon mal anfangen. Ooh.